Wer nach Poxdorf will, der muss fast bis zur tschechischen Grenze fahren und lernt dabei die Oberpfalz von ihrer schönsten Seite kennen. Hier bin ich heute verabredet, auf einem alten Vierseithof. Ganz typisch für die Region. Vor gut einem Jahr hat ein junges Paar den Hof gekauft. Und damit auch jede Menge Arbeit, wie es ausschaut. Die neuen Eigentümer Florian Siegel und Karina Zagler. Hallo Florian. Boah, da habt ihr euch aber ein ganz kleines, bescheidenes Häuschen ausgesucht. Ja. Wie viele Quadratmeter sind das? Also die Hoffläche allein sind 1600 und insgesamt sind es 8000 Quadratmeter. Aber ein bisschen Lebensraum war es schon. Ja. Also gehofft, dass man sowas einmal gekriegt hat, man schon immer, aber nicht geklappt, so lange, bis man dann drinnen steht, selber in der Baustelle. Gekauft haben sie den Hof für eine Summe, für die sie in München noch nicht mal eine Garage bekommen hätten. Bis Dezember 2017 hat hier ein alter, alleinstehender Mann gewohnt. Was haben wir jetzt da? Küche. Küche. Genau, ehemalige Küche, Esszimmer. Ja, die zwei Wohnräume von dem, der verstorben ist. Genau. Der hat in dem Zustand noch gewohnt, so wie es jetzt ausschaut. Ja, es war schon ordentlicher. Also, aber rein von den Wänden her und so, und von der Küche her, hat sich nichts verändert. Ne? Ein Wahnsinn. Das war Schlafzimmer. Ja, Wohn-Schlafzimmer, ja. Und dann hat der da aber auch den ganzen feuchten Wände gehabt. Aber als ihr das dann das erste Mal gesehen habt, war das schon dann kurz so ein Gedanke, puh, das ist ja schon in einem schlechten Zustand, machen wir das wirklich? Also wir haben es jetzt schlimmer vorgestellt. Also rein vom Telefonat, bei der Anfrage, ob wir den Hof malen, wir sind interessiert, hat es schlimmer angehört eigentlich, als wir eigentlich dann gesagt haben, okay, ein bisschen einreißen, ein bisschen erneuern, machen wir doch. Oder klar. Was hat das Haus sonst noch zu bieten? Schickes Bad. Wunderschönes Badezimmer. Wellness-Oase. Oh Gott, das wird. Eider, das. War dann nur so ein Spiegel und eine Kamm unten drunter gelegen und das war dann alles am Badschrank in Anführungsstrichen. Ja, Wahnsinn. Da hinten ist quasi dann mit Feuer das Wasser erwärmt worden. Da. Und dann hochgelaufen, dass er in der Badewanne ein warmes Wasser gehabt hat. Der Hof ist wahrscheinlich Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut worden. Konkrete Ideen, wie sie all die Fläche nutzen wollen, haben sie noch nicht. Nur eines steht fest. Das Haupthaus soll bis Weihnachten 2020 fertig sein. Dann wollen sie einziehen. Ja, da haben wir schon mal ein bisschen was gearbeitet. Ah, das schaut ja aber schon ganz gut aus hier. Da war quasi vorher war da noch eine Etage drauf. Da haben wir den Dachboden schon weggerissen. Mhm. Und die ganzen Wände, die man jetzt hier am Boden noch so sieht, sind auch schon rausgerissen. Später wollen sie oben wieder eine Etage draufsetzen. Jetzt soll aber erstmal der alte Boden raus, unter dem Trockenschutt zum Vorschein kommt. Unter der Woche arbeitet Karina in einer Apotheke und Florian in einem Lager für einen großen Baumaschinenhersteller in Tirschenreuth. Jede freie Minute stecken sie in die Renovierungsarbeiten. Hier soll mal das Kinderzimmer sein. So. Halleluja. Und das jetzt mit dem kompletten Raum. Ja. Und den da drüben auch noch. Ja. Aber nicht heute, oder? Nein. Das Spannende, man weiß nie, was unter den alten Holzbrettern so alles zum Vorschein kommt. Florian hat da so einige Befürchtungen. Okay, also an was denkst du jetzt da genau? Ja, na, alte Waffen oder irgendwie so Sachen. Ich hab mir damals alles versteckt. Ja. Die Amerikaner kommen sind.
Und das ist halt rein von der Bauzeit her und so. Und von der Zeit, wo er heimgekommen ist, trifft es eigentlich. Also da war nur so ein altes Bild gehängt mit dem Datum, wann er heimgekommen ist und war in Russland und so weiter. Von dem her, man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man einen großen Hammer irgendwo draufhaut, nicht, dass er mal einen großen Rums macht und dann. Dann geht der Abriss auf jeden Fall ein bisschen schneller. Aber habt ihr jetzt vor, diese Balken zum Beispiel da zu behalten und die zu lassen? Ja, weil sie trocken sind auf jeden Fall. Wir sehen sie jetzt zum ersten Mal eigentlich, die Balken. Also wir haben sie ja jetzt im letzten Jahr immer gefragt, was wird wohl unter dem Boden dann zum Vorschein kommen. Aber soweit sie jetzt so ausschauen wie die, ist eigentlich top. Ah, da ist noch der eine Nagel, oder? Bis sie einziehen können, wohnen die beiden bei Florians Mutter. Momentan stehen die Renovierungsarbeiten allerdings an zweiter Stelle. Wichtiger ist ein anderes Projekt. Ihre Hochzeit in 4 Tagen. Bei den Vorbereitungen helfen Verwandte und Freunde. Und dann kommt noch unerwarteter Besuch mit Zeugelbier vorbei. Guten Morgen. Oh, Pavillon auf Stollen für die Hochzeit. Brautzeichnung? Ja, hoffen wir's. Ich hoffe, ich habe irgendwas mitgebracht. Oh, danke schön. Und wie geht's? Okay, wir brauchen gut soweit. Aufgeregt. Warte mal noch. Ja, danke schön. Die Rede habe ich noch nicht geschrieben. Ja, du kriegst ja auch noch die Information auf uns. Das fällt dir ja auch noch ein wenig. Sind Sie der Bürgermeister? Ja, was ist denn überhaupt los? Was geht neu? Bayerisches Fernsehen. Grüß Gott. Grüß Gott. Der Bürgermeister, ja, hallo. Hallo. Servus. Ich bin da schon dankbar drum, dass die den Mut bewiesen haben, sich da zu engagieren, ein Dorf am Leben zu erhalten. Und Poxdorf ist ein Dorf wie viele andere Dörfer bei uns in der Gemeinde, aber wirklich, weil sich viel bewegt. Und wo der Bürgermeister noch selbst Hand anlegt. Da muss ich weg. Weißt du noch? Ja, dann hole ich den Kutzen und dann. 2 Fallen noch. Noch einer? Ja. Also, wenn man da so runterschaut, jetzt mit der ganzen Hochzeitsdeko, mit den ganzen Lichtern, fühlt man sich schon ein bisschen wie ein Diskothekenbesitzer, aber ich glaube, Vielseithof reicht uns erstmal. Über 100 Gäste werden hier in 4 Tagen mit Ihnen Hochzeit feiern. Aufgeregt? Es ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Tage im Leben. Also das ist einfach so, ja. Und der Florian ist der Richtige? Ja, ich hoffe es. Wir haben jetzt 7 Jahre lang Zeit gehabt, dass wir es ausprobieren. Also ja, ich denke auf jeden Fall, dass das passt. Und wenn nicht, dann wäre auf 8000 Quadratmetern ja Platz, sich aus dem Weg zu gehen. Carina kommt aus Tirschenreuth. Dass sie mit Florian jetzt in Poxdorf gelandet ist, ist kein Zufall. Das ist halt mein Elternhaus da oben. Und von dem her bin ich halt auch in dem Dorf verwurzelt. Meine Geschwister sind da, mein Bruder hat den Hof übernommen. Nur eines fehlt in der Poxdorfer Idylle: eine Kneipe. Also haben Florian und ein paar Kumpel einen Bauwagen am Waldrand zur Privatkneipe umfunktioniert. Dafür, dass der Ort nur 45 Einwohner hat und recht abgeschieden liegt, gibt es überraschend viele junge Gesichter. Entweder hier geboren oder eingeheiratet. Von Landflucht kann also keine Rede sein. Jetzt ist ja Poxdorf für mich als Außenstehende erstmal vor allen Dingen klein. Und ich frage mich, warum ihr alle trotzdem hier geblieben seid oder wiedergekommen seid. Was ist der Charme von Poxdorf? Die Ruhe. Ja. Ja. Genau. Ruhe, Zusammenhalt, der Rissung. Ja. Macht auf jeden Fall. Was her, sag ich mal. Wenn jetzt irgendwo ein Problem ist im Dorf, da halt jeder zusammen. Das ist das A und O bei uns. Es war schon immer ein wenig der Wunsch, wieder heim zu gehen, heim ins Nest. Dass Carina mitkommt, war so die Hoffnung. Und jetzt mit dem Hof hat das auf jeden Fall super funktioniert. Mittlerweile haben die beiden geheiratet und einen unvergesslichen Tag erlebt. Auf ihrem Vierseithof in Poxdorf.